Am 8. Mai 1931 fand vor dem Berliner Landgericht ein aufsehenerregender Prozess statt. Der Hauptzeuge war der Führer einer rasch wachsenden politischen Bewegung in Deutschland. Adolf Hitler musste vor Gericht erscheinen, vorgeladen von dem jungen jüdischen Anwalt Hans Litten. Hitler sollte die Verantwortung für die mörderischen Gewalttaten seiner Anhänger übernehmen. Deutschland braucht eine geistige Revolution, eine spirituelle Wiedergeburt. Mit wem reden Sie? Mit dem Gericht. Er traute sich, diesen äußerst gefährlichen Mann ins Kreuzverhör zu nehmen. Damals vielleicht den gefährlichsten der Welt. Ich glaube, das Gericht kann Sie gut hören. Sie müssen weder schreien noch Tiraden loslassen. Der extreme Antisemit trifft auf einen hochintelligenten jungen Juden. Ein Albtraum für Hitler. Er ist mein Onkel. Er war es. Es ist alles noch so nah und doch meilenweit entfernt. In jenem Berliner Gerichtssaal stand Hitlers politische Zukunft auf dem Spiel. Seine brutalen Methoden, seine totalitären Ziele, entlarvt von einem jungen Anwalt. Der Aufstieg eines Diktators ist nicht unaufhaltsam. Das galt auch für Adolf Hitler. Dies ist die Geschichte jenes mutigen Mannes, der versuchte, Hitler zu stoppen. Der Mann, der Hitler vor Gericht herausforderte, war erst 27 Jahre alt. Hans Litten war ein Anwalt der Armen und ein Rebell. Hans wuchs in einer Familie auf, deren jüdischer Vater zum Christentum übergetreten war. Hans konvertierte zurück zum Judentum. Er bewunderte seine Mutter Irmgard. Sie weckte seine lebenslange Liebe zur Kunst und Literatur. Aber früh verließ er die bürgerliche Welt seines Elternhauses. In Berlin lebte er mit Gleichgesinnten, darunter sein ältester Freund Max Fürst, ein Sozialist, Jude und Tischler. In guten und schlechten Tagen war Max stets an der Seite seines Freundes Hans. Sie hatten eigentlich gegensätzliche Charaktere. Max war gesellig und praktisch veranlagt. Hans war intellektuell und ging den Dingen auf den Grund. Die dritte im Bunde war die 19-jährige Margot Meisel, deren Onkel Edmund Meisel die Musik zu dem Film Berlin, die Sinfonie der Großstadt, komponiert hatte. Beide Männer liebten Margot. Doch Max eroberte ihr Herz und Hans bekam den Trostpreis. Margot wurde seine Anwaltsgehilfin. Sie war sehr spontan und scharfzüngig. Eine echte Berliner Schnauze, spitz wie ein Messer. Und sie war zu allem bereit für das, woran sie glaubte. Diese drei verband etwas Erstaunliches. Sie lebten zusammen in einer Wohnung, teilten den Alltag und den politischen Kampf miteinander. Hans war die dritte Person in dieser Ehe. Er war immer dabei, gehörte zum Familienleben. Hans war immer Teil unseres Lebens. Für mich war er ein zweiter Vater. Als kleines Kind nannte ich ihn den großen Mann mit der Brille. Er war irgendwie immer dabei, ein Leben lang an der Seite meiner Eltern. Wenn sie uns etwas über Politik erklären wollten, hieß es immer, Hans Litten würde sagen, an die Zeit in Berlin habe ich fantastische Erinnerungen. Jetzt kehren sie zurück, der Geruch und alles.
Ich kenne diesen Ort. Das Berlin von Hans Litten und Max und Margot Fürst war eine Weltstadt. Den Stechschritt gab es nur bei den Revue-Tänzerinnen. Und die wie zum Gruß erhobenen Arme stoppten nur den Verkehr. Es gab in der Stadt eine große Industriearbeiterschaft. Deren Wählerstimmen entfielen auf die Sozialdemokraten und zunehmend auch auf die Kommunisten. In ganz Deutschland und überall in Europa war die Stadt als das Rote Berlin bekannt. Auch andere, die nicht in der Partei waren, die haben immer rot-front gegrüßt. Ja? Also die in der Partei oder so, immer rot-front. Rote Berlin, halten die Fäuste bereit. Drüben stehen die Faschisten, drüben am Heeresstrand. Roter Wedding, ihr Missrüsten, Rotfront, Rotfront. Das war so ungefähr, also das ist ja nur schon 80 Jahre her, oder? Es war das Berlin der Weimarer Republik. Im Alltag der Stadt trat der Antisemitismus der NSDAP erst Ende 1926 in Erscheinung. Die Nazis waren zunächst eine kleine Bewegung in Bayern, provinziell und unbedeutend. Um sie zu einer nationalen und wichtigen politischen Kraft in Deutschland zu machen, musste Adolf Hitler in Berlin Fuß fassen. Am 9. November 1926 ernannte er Josef Goebbels zum Gauleiter von Berlin-Brandenburg und schickte ihn in die Hauptstadt. Goebbels war ein Meister der Propaganda und Manipulation und Hitler treu ergeben. In sein Tagebuch notierte er: Adolf Hitler, ich liebe dich, weil du groß und einfach zugleich bist. Das, was man Genie nennt. Goebbels wusste, dass man politische Ziele auch mit Waffen und Gewalt durchsetzen kann. Josef Goebbels Ankunft in der Hauptstadt sollte das Gesicht Berlins verändern. Goebbels war als Gauleiter eine geniale Wahl. 1926-27 versuchten die Nazis, Wähler zu gewinnen, die sie bisher nicht erreicht hatten. Städtische Industriearbeiter. Dabei stand Berlin natürlich im Zentrum. In der Stadt dominierten linke Parteien. Goebbels wusste, dass es darauf ankam, hier Aufmerksamkeit zu erregen. Goebbels Werkzeug zur Eroberung Berlins waren die Braunhemden der SA, der sogenannten Sturmabteilung. Diese Männer waren schwer bewaffnet mit ausrangierten Beständen aus dem Ersten Weltkrieg. Ihre Anführer erhoben die Gewalt zum Prinzip der politischen Auseinandersetzung. Goebbels wollte Schlagzeilen. Und diese Schlagzeilen bekamen die Nazis durch Gewalt und Provokation. Sie drangen in mehrheitlich kommunistische Wohngebiete ein und machten Ärger. Zum Beispiel, indem sie dort Lokale für ihre Sturmtruppen einrichteten. Die SA kam in dieses Viertel erst Ende 1930. Ihr Stützpunkt war ein Lokal, das sie ausgesucht hatten, weil es nah an diesem roten Wohngebiet lag. Sie gingen in alle roten Wohnviertel und richteten Lokale ein. Dies war eine sozialistische Gegend. Viele Arbeiter wählten Kommunisten oder Sozialdemokraten. Hier wohnten etwa 30.000 Menschen auf engstem Raum. Die Nazis nannten es einen roten Sumpf, den sie trockenlegen wollten. Die sind immer erst gekommen mit einem Auto rausgestiegen und dann bum, 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 bum im Lokal rein. Ja, das war die Faschistenmasche. Hans Litten fand sich als Anwalt inmitten dieser Auseinandersetzungen wieder. Habt ihr euch verirrt? Ich meine nicht ideologisch, sondern hier. Er war der Anwalt der Linken.
Hans Litten klagte Nazis an, die Antifaschisten angriffen, und verteidigte Antifaschisten, die Nazis verprügelt hatten. Wenn die sagen, Mensch, Litten, prima, ich kenne ihn persönlich nicht. Ja, aber der hat den guten Namen bei uns. Littens Tätigkeit machte ihn zu einem Hauptgegner der Berliner SA, besonders einer Gruppe, dem Sturm 33. Mordsturm, ja. Das kann man wirklich sagen. Das war der Sturm von Charlottenburg. Der Sturmführer war Hahn. Der hieß Hahn, der rote Hahn, haben wir immer gesagt. Das ist mir sehr geläufig, weil wir von Berlin immer sagten, da müssen wir mal hingehen, da müssen wir mal aufräumen. Manchmal marschierten sie diese Straße entlang und sangen, wir sind der Mordsturm 33. Sie waren stolz auf den Namen, den ihnen die linke Presse verpasst hatte. Die Männer des SA-Sturms 33 waren auch verantwortlich für einen besonders brutalen Überfall in Berlin-Charlottenburg. In einer Novembernacht 1930 überfiel eine Gruppe bewaffneter und betrunkener Angehöriger des Sturms 33 ein beliebtes Lokal der Linken. Der Überfall der SA auf den Tanzpalast Eden fand in einer Zeit statt, als Hitler entscheidende Erfolge verbuchen konnte. Erst zwei Monate zuvor hatte die NSDAP einen überraschenden Wahlerfolg errungen. 6,5 Millionen Stimmen verwandelten eine unbedeutende Splittergruppe in eine mächtige Partei mit 107 Abgeordneten im Reichstag. Buchstäblich über Nacht wurde Hitler eine wichtige Figur der deutschen Politik. Er versuchte, das Image eines Demagogen und Hinterhofredners abzuschütteln. Der Mann, der 1923 einen Putschversuch angeführt hatte, wollte sich als Staatsmann neu erfinden. Hitler versicherte, er und seine Partei hätten sich von der Gewalt abgewandt. Das beruhigte zwar Hitlers Anhänger in der Mittelschicht, aber es empörte die paramilitärischen Sturmtruppen der SA. Hans Litten sah darin seine große Chance. Er vertrat als Nebenkläger die Opfer des Überfalls auf den Edenpalast. Lade Hitler als Zeugen vor und du gibst dem Prozess eine andere Tragweite. Die Vorladung Hitlers als Zeuge würde es dem NSDAP-Führer unmöglich machen, seine angeklagten Braunhemden zu verteidigen, ohne zugleich Millionen seiner rechtschaffenden Anhänger in der Mittelschicht zu verschrecken. Es wäre das Ereignis in Berlin, seine Sturmtruppen auf der Anklagebank und seinen neuen Kumpel, die reichen Finanziers, als Zuschauer. Beide glauben, Hitler gehöre ihnen. Du bringst sie zum ersten Mal zusammen. Sie werden sich wie Idioten anglotzen und sich fragen, wie zum Teufel sie in derselben Partei sein können. Es ging ihm nicht um die kleinen Fische, sondern um den Kopf des Ganzen. Er wollte möglichst durch Hitlers eigene Aussage zeigen, dass solche Angriffe der SA Teil einer durchdachten politischen Strategie waren, angeordnet von Hitler selbst. Er wollte beweisen, dass der SA-Überfall auf den Edenpalast ein logischer Bestandteil der systematischen Gewaltanwendung durch die NSDAP war. Die Vorladung Hitlers war ein echter Coup. Der Prozess bekam eine Bedeutung, die er sonst nicht gehabt hätte. Dann kam der große Tag, der 8. Mai 1931. Das Berliner Landgericht war bereit für die Ankunft Hitlers. Allen war die Bedeutung dieses Tages, dieses Moments klar. Die Leute warteten schon stundenlang an den Fenstern, weil sie wussten, Hitler kommt. Sie waren ganz aufgeregt, weil Hitler geladen war. Tausende SA-Leute warteten entlang der Turmstraße und den Nebenstraßen. Hunderte Polizisten versuchten, sie in Zaum zu halten. Die SA begann mit Sprechchören und Sieg Heil rufen, als sie auf Hitlers Ankunft wartete. Wegen des Echos zwischen den Gebäuden muss es ohrenbetäubend gewesen sein.
Litten versuchte, den Zeugen in ein Dilemma zu bringen. Alles, was Hitler sagte, sollte ihm schaden. Name des Zeugen? Adolf Hitler. Ich rufe den Zeugen Adolf Hitler. Entweder Hitler sagt aus, unsere Partei ist gesetzestreu. Das, wusste Litten genau, würde einen Keil zwischen die SA und die Partei treiben. Oder Hitler verteidigt die Aktion der SA und sagt, dafür steht die Partei auch. Dann würde er Wähler der Mittelschicht verlieren, die er so dringend braucht. 3 Stunden lang ging Hans Litten einen Nazi-Gewaltakt nach dem anderen durch. Und schließlich gelang ihm ein genialer Schachzug. Er brachte Josef Goebbels ins Spiel, der die NSDAP in Berlin führte. Goebbels hatte ein Pamphlet verfasst, in dem er die gewaltsame Machtübernahme der Nazis befürwortete. Es war beim NSDAP-Verlag gedruckt worden und trug den Stempel der Partei. Im Pamphlet der Nazi-Sozi auf den Seiten 18 und 19 antwortet er auf die Frage, was geschehen müsse, wenn die Nazis zwar die Straßenkämpfer, aber nicht die Mehrheit der Bevölkerung auf ihrer Seite hätten, dann beißen wir die Zähne aufeinander und machen uns bereit. Dann marschieren wir gegen diesen Staat und werden Revolutionäre der Tat. Wir jagen das Parlament zum Teufel und gründen den Staat auf die Kraft deutscher Fäuste. Ich frage Sie, ist das auch metaphorisch gemeint? Im Eden-Prozess führte Hans Litten Adolf Hitler vor und zeigte Deutschland dessen wahres Gesicht. Danach konnte kein erwachsener Deutscher mehr behaupten, die NSDAP sei entweder die Partei der gesetzestreuen Mittelschicht oder der brutalen SA-Schläger. Sie war zweifellos beides. Litten glaubte, Hitler und die NSDAP schwer getroffen zu haben. Tatsächlich hat Hitler die Schmach auch nie verwunden. Er wurde an diesem Tag tief verletzt. Leider nicht tief genug, um hier auf der Stelle einen Herzinfarkt zu bekommen. Das wäre toll gewesen. Bedauerlicherweise konnte er weitermachen, um sich den furchtbaren Traum eines Großdeutschlands zu erfüllen. Hans Litten und seinen Freunden dämmerte bald, dass der Prozess Hitlers bürgerliche Anhänger kaum beeindruckt hatte. Diese waren bereit, die Gewalt zu übersehen, und in den folgenden Monaten ging Hitlers Aufstieg weiter. Anfang 1933 hatte er 11,5 Millionen Wähler und wurde von konservativen Politikern der Weimarer Republik umworben. Sie glaubten, sie könnten Hitler zähmen, indem sie ihm ein Regierungsamt in einer konservativen Koalitionsregierung anbieten. Am 30. Januar 1933 wurde Hitler als Reichskanzler vereidigt. In jener Nacht marschierte die SA durch das Zentrum Berlins. So, als wollte sie verkünden, diese Stadt gehört jetzt uns. Hans Litten, Max und Margot Fürst, alle Deutschen, die ihre Stimme gegen die NSDAP erhoben hatten, ahnten noch nicht, was auf sie zukam. Im Nachhinein ist es ganz offensichtlich, dass Hans Litten die Zeichen der Zeit hätte erkennen und sich ins Ausland absetzen müssen. Es war aber damals für alle völlig unvorstellbar, dass sich die Dinge so entwickeln würden. Was ist das? Sieh nach. Paris. Danke, Rudolf, aber ich kann nicht. Als Rechtsanwalt lebt man hier, hat seine Arbeit, seine Mandanten. Für Hans Litten war es ein absurder Gedanke, das Land und seine Mandanten zu verlassen. Also blieb er. Nach
Der Abend des 27. Februar 1933. Eine Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Der Reichstag brennt. Die Brandursache war unklar. Aber jeder ahnte, dass irgendjemand dafür verantwortlich gemacht werden würde. Für die meisten Berliner verlief die Nacht auf den 28. Februar wie jede andere auch. Aber in einigen Arbeitervierteln sah es ganz anders aus. Die SA begann, diese Wohnviertel zu durchkämmen, ausgestattet mit den Vollmachten einer Hilfspolizei. Hitler hatte entschieden, der Reichstag sei von Kommunisten angezündet worden. Er witterte die Chance, deren Partei ein für allemal zu zerschlagen. Die meisten Funktionäre in der Nachbarschaft wurden verhaftet. Die SA führte sie ab, als wäre sie die Polizei. Göring sagte, wir haben dieselben Rechte wie die Polizei. Sie arbeitete zusammen. Es war eine reine Racheaktion. Da wurden unsere Genossen rausgeholt in Folterkeller und viele erschlagen. Ja, viele erschlagen. Wer in Deutschland blieb wie Hans Litten, musste von nun an ohne den Schutz durch verfassungsmäßige Rechte leben. Kaum waren die Flammen im Reichstag gelöscht, vollzogen die Nazis einen entscheidenden Schritt zur Durchsetzung eines totalitären Systems. Die sogenannte Verordnung zum Schutz von Volk und Staat erlaubte den Nazis, sich der Polizei zu bedienen bei der Festnahme ihrer wichtigsten politischen Gegner. Darunter war auch Hans Litten. Man brachte ihn zur Polizeiwache am Alexanderplatz. Für manche Kommunisten war es von Vorteil, von regulären Polizisten verhaftet zu werden. Auch Hans Litten hatte insofern Glück. Niemand wusste wirklich, was geschehen würde. Selbst Max Fürst und Margot waren nicht allzu besorgt. Es war ja nicht das erste Mal und die Polizei war nicht so schlimm wie die SA. Doch Hans Litten blieb nur kurz in Gewahrsam der Polizei. Bereits im März wurde der Mann, der Hitler vor Gericht gebracht hatte, der SA übergeben. Er wurde, wie die meisten politischen Gefangenen, keines Verbrechens beschuldigt, weder jetzt noch später. Er und die Mithäftlinge befanden sich in sogenannter Schutzhaft. Schutzhaft war ein beschönigender Begriff für den Umgang der Nazis mit ihren politischen Gegnern. Die zynische Botschaft lautete: Wir nehmen diese bedrohten Leute in Schutz vor dem Volkszorn, der sie in Freiheit sonst treffen würde. Das war natürlich völliger Unsinn. Sie wurden verhaftet, um sie politisch zu neutralisieren. Vor Auschwitz, vor Treblinka, vor Bergen-Belsen und Dachau stand der Name Sonnenburg für die Gräuel der Nazi-Herrschaft. Fünfzig Kilometer östlich von Berlin war auf dem Gelände eines ehemaligen Zuchthauses ein Konzentrationslager eingerichtet worden. Am 6. April 1933 wurde Hans Litten dorthin verlegt. Künstler, Intellektuelle, Anwälte und Gewerkschaftsführer, sie alle waren in Sonnenburg. Betrieben wurde das Lager vom SA-Sturm 33. Hans war in den Händen seiner schlimmsten Feinde. Das war nicht nur die SA, es waren genau diejenigen, die er vor Gericht angeklagt hatte. Der berühmte SA-Sturm 33. Es war ein persönlicher Racheakt. Unter allen, die der SA-Sturm hasste, stand Hans Litten ganz oben auf ihrer Liste.
Er wurde geschlagen. Auf einem Auge konnte er kaum noch sehen. Knochen waren gebrochen und sein Schädel ganz unförmig, wie seine Mutter berichtete. Er war schlimm zugerichtet, das Gesicht völlig geschwollen. Folter, Demütigung, Misshandlung. Ihn zu töten wäre zu leicht gewesen. Er sollte erst die furchtbarsten Folterqualen erleiden. Horrible of torture. Einige SA-Männer kamen nachts in die Zelle meines Sohnes. Sie sagten, du wirst jetzt erschossen. Du wirst fotografiert, während wir dich erschießen. Sie pressten Revolver an beide Schläfen, es blitzte und der Auslöser klickte. Aber niemand schoss. Über solche Scherze konnten sich die SA-Männer stunden- und tagelang amüsieren. Ich denke, der Schock war sehr groß. Selbst wenn man das Rechtssystem des bürgerlichen Staates verachtete, so hatte man doch ein Rechtssystem. Die Menschen waren damit aufgewachsen, lebten damit und haben daran geglaubt. Innerhalb von Wochen war diese Sicherheit verschwunden. Und selbst wenn man zusammengeschlagen wurde, konnte man nirgends Beschwerde einlegen. Irmgard Litten hat es versucht, aber es war schon nicht mehr möglich. Welch ein Schock, plötzlich schutzlos zu sein. Sie war unglaublich mutig, wandte sich an Gott weiß wie viele Leute, um Hans frei zu bekommen oder sein Los wenigstens irgendwie erträglicher zu machen. Alles vergebens. Selbst Leute, die zunächst meinten, ja, wir möchten helfen, sagten, wir können nicht. Sobald der Name Litten fiel, hieß es sofort, nein, da können wir nichts machen. 5 Wochen, nachdem Hans Litten ins KZ Sonnenburg gebracht worden war, präsentierten sich die Nazis der ganzen Welt als Bücherverbrenner. Am 10. Mai 1933 inszenierte das Regime auf dem Opernplatz mitten in Berlin eine öffentliche Bücherverbrennung vor Kameras. Nachdem die Nazis den Rechtsstaat abgeschafft hatten, war als nächstes die Literatur dran. Zehntausende Bücher hatte die SA allein in Berlin eingesammelt. Bücher, die dem kleinkarierten Denken der Nazi-Ideologen nicht entsprachen. Alle wurden den Flammen übergeben. Die Leute waren auf Matzen geklettert, um was sehen zu können. Und Militärkapelle intonierte Volk ans Gewehr und solche Sachen, solche Lieder. Also es war eine fürchterliche Atmosphäre und die Bücher wurden unter Schmährufen ins Feuer geworfen. Die Bücher haben sie wohl aus Bibliotheken gerissen. Und immer neue Lastwagen kamen, voll beladen mit Büchern. Und Goebbels kam, der sich auch daran natürlich beteiligte. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und deshalb tu dir gut daran, um diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Also wir, nachdem wir uns gefunden haben, haben sehr schnell das Weite gesucht, weil wir das gar nicht mehr ertragen konnten, das mit anzusehen. Heute gibt es dort ein sehr ergreifendes Mahnmal. Am Bebelplatz, dem früheren Opernplatz, gibt es am Ort der Bücherverbrennung eine gläserne Öffnung am Boden. Wenn man hindurchschaut, sieht man leere Bücherregale.
Das bringt das Vorhaben der Nazis auf den Punkt. Die Bücher wurden verbrannt, das Geistesleben in Deutschland sollte ausgelöscht werden. Die Nazis hatten die SA benutzt, um politische Gegner zu terrorisieren. Aber Ende Juni 1934 ließ Hitler die Führung der SA liquidieren. Deren Aufgaben übernahm die SS. Die illegalen Gewalttaten dieser Organisation wurden durch das pervertierte Rechtssystem der Nazis auf allen Ebenen gedeckt. Die SS kontrollierte nun den Betrieb der Konzentrationslager. Das musste auch Hans Litten erkennen, als er ins KZ Lichtenburg verlegt wurde. Hans Litten kam am 13. Juni 1934 in die Lichtenburg. Er musste wie alle Häftlinge die Begrüßungszeremonie über sich ergehen lassen. Die Neuankömmlinge wurden an der Kirche vorbei auf diesen hinteren Platz getrieben. Überall hatten sich SS-Leute versteckt gehabt, die den Häftling quasi erschreckten, mit Knüppeln schlugen und ihnen Beine stellten. Die jüngeren Häftlinge hatten, oder die kräftigen Häftlinge hatten halt die Möglichkeit, schnell diesen Schlägen halt zu entkommen. Kriegsbeschädigte oder anderweitig behinderte Leute wie Hans Litten, denen ging es sehr schlecht. Auf die wurde natürlich dann massiv eingeprügelt, bis sie dann halt weitergehen konnten. Mein Vater war Häftling hier in der Lichtenburg. Und lernte auch den Hans. Der Hans war ja hier auch Häftling. Mein Vater hat viel von dem Hans gesprochen. Da. Und im Keller, so viel ich weiß, diese Zeichnung von Hans gemacht. Die waren vielleicht auch auf einer Wellenlänge. Und mein Vater sagte uns später, er wusste, dass der Hans ein Todeskandidat ist. Weil er ja Hitler der Lüge überführt hat in einem Prozess. Er wusste, dass er nicht wieder geheil rauskommt. Und das wusste aber auch seine Mutter. Später haben wir das erfahren. Das Prinzip Hoffnung trieb sie an. Der Gestapo sagte sie, die ganze Welt weiß Bescheid über die Folterungen und die politischen Gefangenen. Sie antworteten, sie verstünden nicht, wovon sie überhaupt redete. Doch sie sagte, dann werde ich es wiederholen, wiederholen und immer wiederholen. Es verletzt zutiefst die menschliche Würde, was ihr tut. Und die Welt muss davon erfahren. Wenn ihr nicht aufhört, werde ich davon erzählen. Aber Hans hatte Hitler auf eine Art beleidigt und verletzt, die der niemals vergeben konnte. Inzwischen säumten riesige Menschenmengen die Straßen, wenn Hitler in der Öffentlichkeit auftauchte. Alle schienen auf gespenstische Art einig zu sein. Jeder erhob den Arm zum Hitlergruß, ob jung, ob alt. Nur die Mutigen sagten nein. Montags mussten sie alle antreten draußen. Und dann mussten sie singen, das Horst-Wessel-Lied dann. Das habe ich nicht immer. Ich habe weder mitgesungen, noch nebenbei gesagt, kam die Lehrerin, auch mein Zeichenlehrer besonders, der meinen Vater kannte. Und der dann, Hildegard, du brauchst doch, wenn, heb doch die Hand, du brauchst ja nicht mitsingen. Ich sage, singe sowieso nicht. Und die Hand hebe ich auch nicht. Was wollten sie machen? Nachher Moskau. Ihr Rufen, im Abschied. Nachher Moskau! Im
Prozess hatte Hans Litten vorausgesagt, dass das Geistesleben ausgelöscht würde, sollte Hitler an die Macht kommen. Das Ende der Rechtsstaatlichkeit wäre das Ende des unabhängigen, freien Denkens. Doch die Freiheit des Geistes ist erstaunlich widerstandsfähig. Im KZ Lichtenburg berichtete sogar ein SS-Aufseher, Litten sei ein Wunder an Gelehrsamkeit. Im KZ Lichtenburg arbeitete Hans Litten als Buchbinder und betreute die Lagerbücherei. Und er nahm sehr anspruchsvolle Projekte in Angriff. So übertrug er mittelalterliche Gedichte in modernes Deutsch. Er wollte ein Schullehrbuch über mittelalterliche Dichtung in einer Sprache schreiben, die für junge Leute verständlich war. Er durfte keine politischen Bücher oder Ähnliches bekommen. Aber Kunst hatte niemand verboten. Über moderne Kunst bekam er wohl nichts, aber Kunst ist Kunst. Er konnte sie gut gebrauchen, denn Kunst macht Hoffnung. So widerstand Litten den Nazis, so gut es ging. Selbst inmitten der Mauern des KZs pflegte er sehr intensiv das geistige Leben. Das ist mit der stärkste Widerstandsakt gegen die Nazis, weil sie völlig anti-intellektuell sind. Der 20. April 1935 war Adolf Hitlers 46. Geburtstag. Ganz Deutschland sollte ihn feiern. In Lichtenburg befahl man den Gefangenen, etwas Schönes zur Feier des Tages vorzubereiten. Hans Litten entschied sich für etwas sehr Schönes. Überall standen Wachen, bewaffnete SS-Männer in Schwarz, als die Gefangenen etwas darbringen sollten. Hans Litten hatte beschlossen, ein Gedicht zu rezitieren, mit dem Titel »Die Gedanken sind frei«. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erahnen? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand mir wehren. Es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in düsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Mauern und Schranken in zwei. Die Gedanken sind frei. Ein Mädchen vor allem. Sie tut mir allein am besten Gefallen. Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Weine. Im Februar 1936 war Hans Litten bereits seit 3 Jahren der Gefangene Adolf Hitlers. Irmgard Litten machte einen letzten verzweifelten Versuch, den Diktator zu bewegen, ihren Sohn freizulassen. Sie brachte eine Gruppe sehr prominenter britischer Politiker dazu, eine Petition an Hitler zu richten, Hans Litten freizulassen. Die Antwort ist ein ausführliches Musterbeispiel der Nazi-Propaganda. Die absurdeste Behauptung lautete, die nationalsozialistische Revolution würde später als Vorbild betrachtet werden. Sie könne nur von Menschen durchgeführt werden, die auf höchstem kulturellen Niveau stünden. Litten sei als Kommunist zu gefährlich, um ihn freizulassen. Die Überschrift des Artikels in der deutschen Presse lautete deshalb, Litten bleibt, wo er ist. Litten is staying where he is.
Mittelpunkt einer kleinen befestigten Stadt. Eine lange, breite Straße führt in der Mitte hindurch und auf beiden Seiten stehen lange Baracken. Es wirkte wie eine Straße des Todes. Als Hans Litten zu seiner Mutter geführt wurde, sah sie zum ersten Mal den gelben Stern auf seiner Häftlingskleidung. Dachau war zu dieser Zeit sehr viel schlimmer und härter als alle anderen Konzentrationslager. Sie durften sich nicht berühren, sie durfte Hans nicht umarmen. Sie musste Abstand halten. Ein Tisch trennte sie und ein Kerl von der SS beobachtete alles. Sie sah nur seine Mütze. Sie hatte den Eindruck, er könne kaum noch sprechen. Sein Blick war stumpf. Er machte eine Bemerkung und sie begriff erst danach, dass es sein Abschied war. Und selbst in dieser Isolation, ohne Zeitungen oder Bücher, hat er stundenlang für die anderen Häftlinge rezitiert. Auswendig gelernte Gedichte von Rilke. Für ein paar Minuten konnten sie vergessen. Er wurde so groß und so stark. Das berührt mich noch viel mehr als sein Kampf gegen Hitler. Denn er hat seine Würde bewahrt unter diesen Umständen. Ohne Zähne, die ihm ausgeschlagen worden waren, fast blind durch die häufigen Schläge, die Beine mehrfach gebrochen, mit schweren Herzproblemen. Er teilte alles, was er besaß. Er sagte immer, ich brauche das nicht, ich habe meine Gedichte. Am 5. Februar 1938 wurde Hans Litten zum Verhör gerufen. Man warf ihm vor, wichtige Informationen über einen Mitgefangenen zu verschweigen. Die Gedanken sind frei. Aber die SS wollte sie nun aus ihm herausprügeln. Hans Litten wusste, er würde es nicht mehr ertragen und setzte seinem Leben selbst ein Ende. Menschen wie Hans Litten gab es in den 1970ern in Argentinien, wo 200 Anwälte von Diktatoren umgebracht wurden. Oder in Chile, später in Kolumbien und Mexiko. Man findet solche Leute vielleicht in Russland. Es gibt Menschenrechtsanwälte in Ländern wie Iran. In jedem Land mit einer autoritären Regierung kann man nur hoffen, dass sie ein mutiger Anwalt wie Hans Litten entgegentritt.